Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray. Ich bin Mr. Kata 4, euer Let's Play des Katzenkaninchen. Und endlich können wir mit den Leuten reden. Wir haben B12 wieder überzeugt, mit uns reden zu dürfen. B12 hat herausgefunden, dass es eigentlich ein Mensch war, dass er eher der Wissenschaftler war. Und irgendwas schiefgelaufen ist und viel der Erinnerung weg ist, weswegen wir auch diese Erinnerungen ja suchen. Und jetzt können wir endlich mit den Leuten reden. Statistisch gesehen hätte ich mindestens 8 Mal gewinnen müssen. Gegen einen anderen Roboter? 9536 Spiele zu 6 gewonnen. Sagt niemandem, dass ich tatsächlich darauf programmiert bin, bei diesem Spiel zu gewinnen. Aha. Was spielt ihr denn da? Oh. Ja. Kann ich nochmal mit euch reden? Das tut mir leid, sorry. Okay. Hallo. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag niemand, aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Aus Weiß? Du wirst schon wissen, was du tust. Es gab ja auch noch eine Erinnerung, die wir auch noch finden müssen. Und warum ist das nicht mehr kaputt? Nur weil ich das Spiel neu gestartet habe zwischendurch? Das muss doch kaputt sein! Okay, kaputt. Hallo. May ist in ihrer dekonstruktivistischen Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie keine große Künstlerin, dass sie eine große Künstlerin werden wird, wenn sie nur woanders üben könnte. Bist du angemalt? Mumatsch! Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Er erinnert mich an... Warte mal. Ich kann nichts riechen. Wie schade. Oh, süßer traurig. Aber jetzt ist sie wieder fröhlich. Weil er sie ist. Kann ich mit dir auch? Kann ich hier? Kann ich? Ich kann nicht durch deine... Okay, ich dachte, ich kann an deinen Beinen ein bisschen rumstromern. Aber jetzt können wir ja hier hoch und die Pflanze holen, diese Blume. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wozu. Aber wir können die lila Pflanze mitnehmen. Was genau bringt mir das jetzt? Ich habe eine lila Pflanze. B12, was sagst du dazu? Diese Blumen sind aber hübsch. Es gibt bestimmt einen Roboter, der sich darüber freuen würde. Okay. Na, wenn du das sagst, dann... Suchen wir einen Roboter, der Blumen sucht. Ach, da ist die Erinnerung. Merken. Ich merke sie mir. Was bedeutet das, Diese Sprache, die Robotergefährten haben sie von Grund auf neu erfunden. Wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diese Symbole umgestellt. Ich saß in einem Computer fest und war lange Zeit allein. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis ich alles verstehen konnte. Jetzt, wo ich draußen bin und ihre Sprache kenne, bin ich ganz neugierig darauf zu hören, was sie alles zu sagen haben. Ja, wir haben ja diese eine Erinnerung nicht gefunden und ich glaube wirklich, dass wir sie nur bekommen, wenn wir da nochmal hingehen. Ansonsten spiele ich das Level halt nochmal, zum dritten Mal oder so, aber ist auch egal. Hallo. Isaac. Isaac Clark? Elektrozugs überall. Du träumst offensichtlich sehr gut. Sonst kann ich... Oh, ich kann Sachen kaputt machen. Hüpf. Kundelig. Oh, Hallöchen. Es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diese verdammten Zugs natürlich. Stell dir vor, wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen. Sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Das frage ich mich eh. Woher kriegt ihr alle den Strom? Ich meine, ihr seid ja offensichtlich auch schon... mehrfach repariert. Sieht man jetzt auch an dem Roboter da oben. Der passt ja eigentlich kein Stück zum anderen. Auch bei ihm hier. Die Beine passen nicht zueinander und sowas. Das heißt, woher kriegt ihr euren Strom und... Oh, ich kann es kaputt machen. Und eure Ersatzteile. Ersatzteile werdet ihr vermutlich von den kaputten Robotern holen. Aber woher kriegt ihr Strom? Essen könnt ihr ja nicht. Geh mal da hoch. Hallo. Belit, wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gerne alles erforscht wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Du bist ja ein Kind? Es gibt Roboter-Kinder? Okay.
Komme ich da runter? Ja. Warte, da drüben, den kann ich nochmal. Da muss ich... Irgendwo war doch hier so eine Rutschpartie da. Da war die Rutschpartie. Mit die habe ich schon geredet. Dahinter. Habt ihr aufgebaut? Haha! Yay! Hüpf. Hüpf. Oh, ich kann noch diese Pflanze mitnehmen. Eine rote Blume. Was sagst du denn zu der roten Pflanze? Diese Blumen sind aber hübsch. Es gibt bestimmt einen Roboter, der sich freuen würde. Sollen wir einen Blumenstrauß irgendwie basteln? Gibt es noch eine andere Farbe? Bestimmt. Gibt es noch blau? Haben wir hier noch was? Nein. Hallihallo. Mocha, vor vielen Zyklen war ich ein Pagenbot-Bot. Habe mich dann aber zum Schatzsucher umfunktioniert. Das hört sich jetzt vielleicht fantastisch an, aber... Kann hart und grausam sein, so wie dieser Arm, den ich gerade gefunden habe. Armer Kerl. Möge er in Frieden rosten. So kriegt ihr Ersatzteile. Ah, okay. Manche mögen das Schrott nennen, für mich sind es Schätze. Jenkins. So findet ihr also, so kriegt ihr also Ersatzteile. Okay. Kann ich darüber? Nein. Kann ich darüber? Nein. Kann ich. Gut, wir sollten ja eigentlich weiter nach oben gehen. Das war ja der Auftrag. Ich wollte nur erst einmal auch überall erkunden. Bevor ich. Hier da. Seid ihr fertig? Okay. Dann klettern wir weiter nach oben. Vielleicht müssen wir oben die Blümchen abgeben. Haben wir mit dir schon geredet? Weiß ich gar nicht. Hallo. Alexander, das beruhigende Geräusch von fallendem Müll, schimmernder Wasserfälle, keine Gefahren. Ist ein herrlicher Ort, um an meinem Gedicht zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, so sag, der mich in seinen Schoße hütet, sollst du auch mein Grab sein? Sollst du auch sein mein Grab? Ist dir das zu feierlich? Ich kann auf jeden Fall nicht lesen, das ist mein Problem. Ich bin eine Katze, ich kann nicht lesen und Gedichte hören. Komm ich da hoch? Komm ich hier irgendwo hin? Nope, dann müssen wir wieder hier hochprotzen. Halt. Hüpf, 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 hüpf. So, mit dir haben wir schon geredet, aber es geht ja da noch höher. Hier. Haha. Oh, waren wir da eigentlich schon? Doch, da waren wir schon. Da waren wir beim letzten Mal. Wie komme ich da jetzt hoch? Ach so. Ja. Eine schöne Kletterpartie für so eine kleine Katze. Also was kaputt machen. Schicker Hut. Wirklich schicker Hut, mein Freund. Kann es sein, dass du Blumen möchtest? Hallo, Kleines. Wie geht es dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe, eine rote und... Ja, eine lila Pflanze. Wenn nur einer der kleinen Flinke sie für mich holen könnte. Wie wäre es mit einer lila Pflanze? Oh, da ist sie aufgetaucht. Da, auf der Seite, da. Oh, ich habe gehört, dass es eine seltene Pflanze ist. Danke, könntest du die anderen auch für mich finden, bitte? Sollen wir mal gucken, wo die... Das rote... Da. Wow, so unglaublich schön. Danke, könntest du die anderen auch finden? Ja, können wir. Wir müssen noch gelb suchen. Da sind die. Da sind sie. Pink und rot. Hüpf. Pff, mir ist langweilig. Tante Clementine hat früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge coole Sachen gelernt. Okay. Da kann ich runter. Wir brauchen noch eine gelbe Blume. Will ich da runter? Nee, ne? Nee, da will ich nicht runter. Wir gehen erstmal weiter nach oben. Hehehehe.
Es macht einfach zu viel Spaß, Sachen umzuwerfen. Ich verstehe langsam Katzen. Ich verstehe sie langsam. Wie kommen die Roboter eigentlich hier hoch? Oder können die gar nicht mehr da hoch? Ist das jetzt schon eine geschlossene Gesellschaft oben und unten hier? Weil das ist doch gar kein Weg, den ein Roboter noch gehen kann hier. Vielleicht gibt es in dem Baum irgendwie noch einen Weg. What's this? Oh, ich bin noch nicht ganz oben. What's this? Hallo? Wo bin ich? Wo komme ich hin? Oh, wollte ich hier schon sein? Ist das schon das nächste Kapitel? Habe ich jetzt die Ameisen, das Ameisendorf schon abgeschlossen? Komme ich da nochmal hoch? Nein, ich komme da nicht nochmal hoch. Okay. Nun ja, wir werden schon einen Weg finden, wieder zurückzukommen und die... Oh, Gegenstand verwenden? Hier muss eine Batterie rein, würde ich sagen. Aber es ist noch kein neues Kapitel. Jedenfalls kam noch kein neuer Name. Okay. Das ist eine U-Bahn-Haltestelle. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich erinnere mich. Ich habe das für sie getan. Aber jetzt sind sie nicht mehr da. Das ist schon so lang her. Oh, ich würde sagen, die U-Bahn fährt auch nicht mehr. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihm passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Das ist ja eh noch die ganz große Frage. Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Weil die Roboter und alle und er hier halt auch erzählen ja immer davon, dass die Oberwelt ja eigentlich nicht belebbar ist und die Roboter und die Leute sich unten versteckt haben. Vor den Zorgs und allem. Aber wir kommen ja von oben und da ist das blühende Leben. Wir haben ein Foto von ihr, das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns die richtige Richtung weisen. Oh mein Gott, wir sind 723 Erinnerungen. Aber ich... Mäh. Das wurmt mich gerade, dass ich da in der Stadt jetzt alles schon... Bin ich, ja, ich muss eigentlich da nochmal zurück, weil aber dann muss ich auch das andere finden. Weil dann kommen wir doch nicht zurück, weil wir gehen doch weiter geradeaus. Jetzt bin ich verwirrt, jetzt bin ich richtig verwirrt. Na gut, wir gucken uns aber erstmal noch hier weiter um. Zur Not werde ich offscreen nochmal gleich ein bisschen dort das Dorf erkunden. Und euch dann dazu holen, wenn ich was Spannendes finde. Übersetzen. Die Metro ist aufgrund der Pandemiebeschränkungen geschlossen. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regeln kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Oh Gott, Gefängnisstrafe für Betreten von der Metro. Oh, hallo. Hier ist eine Erinnerung. Bücher. Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests. Die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass es nicht so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Interessante Theorie. Oh. Oh, ich bin der beste Freund der Katze. Ich habe ganz viele Leute geknuddelt. Ledog. Okay, danke für diese ausführliche Diskussion. Wow, wenn das mal nicht Musik ist, dann weiß ich auch nicht.
Also, hui, das ist ja ein Toe-Tapper. Da ist ein Roboter? Der fliegt? Wie B12? Und das war offensichtlich eine Polizei? War das Polizei? Ist das hier das Stadtzentrum und hier ist... Hallo? Hier ist jetzt richtig was los? Gesucht. Clementine. Unruhestifter, Außenweltler, rebellisch, bitte jegliche Sichtung melden. Oh, vielleicht sollten wir dann doch nicht den Zettel rumzeigen. Ich habe dir schon 5-mal gesagt, Joss, dass du nicht so rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst flauschig aus. Na, es geht um das Mädchen, das auf diesem Gesuchtschema gezeigt wird, richtig? Du solltest jemand anders fragen. Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Logisch. Josh, weißt du was? Nicht. Okay. Oh, steht da. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation... Neko? Körper muss nicht alles... Die Neko Corporation? Neko, Neko? Miau, miau. Also die Neko... Oh Gott. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis... überführen und rebooten. Wow. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, den ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Gut. Das ist hier offensichtlich ein bisschen sehr extrem, wie hier umgegangen wird. Der Zugang zur unteren Ebene ist aufgrund von organischen Lebensgefährlichkeiten eingeschränkt. Organische Lebensgefährlichkeiten? Der F ist eine organische Lebensgefährlichkeit. Ich bin eine organische Lebensgefährlichkeit. Miau, miau. Oh, wieso bist du denn traurig? Nicht traurig sein. Hörst du da unten? Diese Ebbe, diese Flut? Die Stadt verfolgt mich, verspottet mich. Oh, Clementine. Ja, ich habe früher mit ihr rumgehangen. Aber sie wollte weg. Sie war wie ein frischer Wind und dann spurlos verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Hörst du das? Diese Ebbe? Diese Flut? Oh Gott, sind wir hier wirklich? Ist das die Stadt, wo wir am Anfang waren? Oh Gott, wir sind wirklich da. Wie geil ist das denn? Guck mal, da hinten ist der Funkturm, wo wir oben rumgekraxelt sind. Da ist dieser Kran, auf dem wir auch rumgekraxelt sind. Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool. Miau, miau, miau. Da. Da ist der Turm, der Funkturm. Das hier ist wirklich, wir sind wirklich oben. Das ist dieser riesige Turm, wo wir nicht hochfahren konnten. Ja, wo die hier ganz, ganz unten sitzen. Da unten bei diesem Leuchtereklame, da sitzt der Musik, Roboter. Das ist cool, das gefällt mir richtig gut, dass man da so runtergucken kann. Das sieht so von wegen, ja, da waren wir und so, jada, jada. Cool, cool, cool. Ja, wir haben offensichtlich ein bisschen was übersprungen, würde ich sagen. Und weil ich etwas übersprungen habe, werde ich das jetzt offscreen suchen. Haben wir hier noch was? Hallo, hallo? Nein. Ich werde mich einmal zurück teleportieren in das alte Kapitel und euch wiederholen, wenn ich irgendetwas Spannendes finde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Miau, miau. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.